Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi Zentrum Frankfurt mit Ihrem Gastgeber Klaus Grunewald. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Hause am Bildschirm. Guten Abend und guten Abend hier. Schön, dass Sie alle da sind. Freue mich sehr. Am Ende eines wundervollen Jahres für den DFB und die deutsche Fußballnationalmannschaft, natürlich mit dem besonderen Höhepunkt im Sommer, mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft am 13. Juli, das große Finale. Und Deutschland ist die Nummer 1 der Welt und die Nummer 1 des DFBs ist heute unser Gast. Hier ist der Präsident Wolfgang Niersbach. Schönen guten Abend, Herr Niersbach, grüße Sie, wenn Sie bitte hier Platz nehmen. Ihr Publikum. Dann merken Sie mal, das spürt man immer, wie der Fußball doch an den Herzen ist. Und wenn man so Bilder sieht, jetzt auch gerade wieder Fanmeile Berlin. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist. Sie machen den Job im Fußball ja schon verdammt lange. Gibt es trotzdem noch so ein bisschen Gänsehaut, ja, obwohl es jetzt also schon wieder ein paar Monate her ist? Absolut. Also auch die Szenen sind so lebendig. Und ich kann mich so gut erinnern, als im Maracanã-Stadion dieses 1:0 dieses fantastische Tor von Mario Götze fiel. Also wir sind in der VIP-Tribüne rumgetanzt. Da ist man gerne auch der kleine Junge, der sich genauso freut wie in dieser Rolle jetzt als Präsident. Also diese Zeit in Brasilien, die 6 Wochen, das war einfach gigantisch schön. Ja, weil Sie den Moment gerade ansprechen, das Tor von Mario Götze. Sie haben es ja im Stadion erlebt, wir haben es zu Hause von dem Fernseher erlebt, ungefähr so. Ja, das ist. Ich habe dem Mario natürlich im Scherz gesagt: Mario, eigentlich musst du deine Karriere beenden. Denn mehr geht nicht, als in der Verlängerung der Weltmeisterschaft, des Weltmeisterschaftsendspiels im Finale in Rio, in Maracanã, das entscheidende Tor zu erzielen. Aber ein Scherz, das spielt natürlich weiter. Ja, ich hoffe, er hört mal ausnahmsweise nicht auf seinen Präsidenten. Wer ist eigentlich am höchsten gesprungen? Der Bundespräsident, Sie oder Frau Merkel? Also die saßen in dem Fall nicht direkt bei mir, aber ich glaube schon, dass ich dieses Ding gewonnen habe. Ja. 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 Ich stelle es mir ja immer so vor, dass man ist ja auch in so einer politischen Funktion irgendwie, man muss ja dann auch so ein bisschen Beherrschung an den Tag legen, fällt aber schwer, gell, wenn man so nah auch an der Mannschaft ist wie Sie. Ja, aber die Emotionen, die gehören ja auch bei uns dazu, sonst würden wir den Job ja nicht richtig machen. Also ich sehe die Aufgabe von uns Funktionären da drin. Ich bin ja nun auch einer, mal als Journalist angefangen. Aber unsere Aufgabe ist es doch, den Sportlern, Trainern und Spielern optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie möglichst unbelastet, sorgenfrei die Dinge auf den Rasen zaubern können, wie das in Brasilien gelungen ist. Aber über diese Aufgabe hinaus gibt es ja enge Verbindungen zu den einzelnen Spielern, zu den Trainern. Ich hatte das Glück, schon 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien dabei zu sein als Pressechef. Das waren so meine Jungs, waren natürlich auch mehr mein Alter, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Lothar, Andi Brehme. Ja, das waren richtige Kumpels. Jetzt ist es eine andere Generation, aber es bewegt mich auch sehr, dass ich auch zu einzelnen Spielern doch einen sehr engen Draht habe. Ich habe am Samstag vor dem Spiel, so um 2 Uhr war schon, dem Basti Schweinsteiger eine SMS geschickt. Basti, hör mal, du kommst jetzt zurück, wir brauchen dich. Und dann kam von ihm noch vor dem Spiel eine SMS zurück. Keine Sorge, Präsident, Euro 16 bleibt unser Ziel. Also das verbindet einfach. Das ist mehr als nur ein Job, wie ich das als die pure Freude, als ein Geschenk empfinde, bis heute im Beruf das machen zu dürfen, was für andere Hobby ist. Also es gibt kein größeres Geschenk, als das Hobby so zum Beruf zu machen, wie das in meinem Leben der Fall war. Und man lernt auch tolle Menschen kennen. Ein Zitat habe ich mir herausgegriffen in diesem Zusammenhang. Wir waren ja gerade bei Frau Merkel. Herrlich,
Zitat Wolfgang Niersbach, die Merkel ist einer wie der Franz. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das von mir war oder ob das die journalistische Freiheit war. Also, ich habe es so gelesen. Also, was ich gemeint haben könnte, ist, wenn man also mit solchen Persönlichkeiten zu tun hat, die Natürlichkeit und völlig unverkrampft, wie man miteinander umgeht, da sind keine Allüren dabei. Und das sind für mich die größten Persönlichkeiten, die Starallüren raushängen könnten, denen man das auch verzeihen würde, das aber gar nicht nötig haben. Und das gilt für die Bundeskanzlerin genauso wie für den Kaiser. Ja. Den kenne ich aber etwas besser. Ja, zu dem kommen wir auch später noch ein bisschen. Es war, muss man ja sagen, ein Traumjahr natürlich für den deutschen Fußball, auch für den Deutschen Fußballbund. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen natürlich auch sprechen über das, was aktuell Thema ist. Viele machen sich Sorgen, ob das mit der FIFA so weitergehen kann, wie es im Moment läuft. Und dann, lieber Wolfgang Niersbach, wollen wir Sie natürlich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen, wollen so ein bisschen versuchen zu ergründen, wer ist denn dieser Mann, der den größten Einzelsportverband der Welt leitet. Und wir steigen ein in diese Betrachtung mit unserer eigenen Rubrik, die Kleinen über die Großen. Wir versuchen sie also mal aus dem Blickwinkel der Kleinsten zu beleuchten. Wer ist Wolfgang Niersbach? Was ist der BFV, Präsident? Nö, ich kenne nicht. Er könnte Chef von Verein sein. Von der Türkei. Da wäre so in England. Von Madrid. Barcelona. Das ist der Präsident. Ich glaube, das ist der Präsident von DFB. Deutscher Fußballbund. Wolfgang irgendwas. Liesbach. Ja, genau, glaube ich. Ich glaube, er ist schon ein bisschen streng. Unsere Lehrerin. Weil er hat so viel zu tun. Nee, ich glaube, der hat keinen Stress. Der trainiert die ganze Deutschland. Doch, der trainiert das ganze Deutschland. Nein. Ich glaube, der verreist viel. Er sitzt im Büro und verteilt Jobs an andere. Der kauft neue Spieler. Alles, was eigentlich mit dem Fußball zu tun hat. Rumschreien und den Spielern Aufgaben. Der kauft auch Trainers. Er hat graue Haare. Er hat Falten. Ich glaube, der war auch mal Fußballprofi. Da kenne ich ihn zu wenig. Er ist ziemlich alt. Ich glaube, er ist nicht so beweglich jetzt. Ja, das stimmt aber nicht. Ihr habt mir gerade mal erzählt, er spielt regelmäßig Tennis. Das ist auch der Nachwuchs und die Zukunft des DFB. Wunderbar. Aber herrlich, toll. Ne? Aber es stimmt, Sie spielen regelmäßig Tennis, das ist eines ich Ihrer. Ich habe an der ZDF-Torwand letztens 3 oben links versenkt, aber da waren die alle schon im Bett. Das kann sein, ja. Übrigens, weil die Kinder einfach mal wissen wollten, auch so ein typisches Beispiel, was macht so die Tätigkeit eines DFB-Präsidenten aus? Ihr Kollege Dr. Rainer Koch, erster Vizepräsident, verantwortlich unter anderem für das Thema Amateure, hat uns da mal eine kleine Geschichte erzählt, die das vielleicht ein bisschen beleuchten wird. Am Tag nach dem Portugal-Spiel, nach dem ersten Sieg, haben wir dann auch uns zusammengesetzt in der Delegation und einen kleinen Liederabend gemacht. Und das war dann schon lustig zu sehen, unter Leitung des Präsidenten, wie Peter Peters von Schalke 04, Reinhard Rauber von Borussia Dortmund und ich aus München, wie wir gemeinsam dann verschiedene Lieder zum Besten gegeben haben. Also fröhliche Liederabende müssen auch mal sein nach Siegen. Was ist so Ihr Top-Gassenhauer, wenn solche Liederabende stattfinden? Also da muss ich fast fassen. Nur ich komme aus Hamburg, gestern Abend haben wir da die Musical-Premiere gesehen, ne? Das Wunder von Bern. Und da singt die Nationalmannschaft von 1954 Hoch auf dem gelben Wagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt mein Lied, aber gestern im Theater 1850 Leute im vollbesetzten Theater, eine großartige Inszenierung und auf einmal singen alle mit. Also das war der berühmte Funke. Also mein Lieblingslied war
sehr, sehr lange von Gianna Nannini, Una Fiesta Italiana, mit der Erinnerung an 1990. Aber jetzt habe ich auch dieses Ein Hoch auf uns. Also sobald ich das Lied höre, denke ich Brasilien. Das stimmt einfach. Es ist kein brasilianisches Lied, aber es verbindet man mit dieser Weltmeisterschaft. Ohne Zweifel. Und es gibt noch einen anderen Lieblingshit, den Sie offensichtlich im Moment haben. Es ist uns gelungen, durch sehr aufwendige Recherche an Ausschnitte eines echten Exklusivkonzerts von Ihnen zu kommen. Und zwar haben Sie das gegeben auf der Jahrestagung des Bayerischen Fußballverbandes. Mit den Regensburger Domspatzen. Die Nummer eins. Die Nummer eins der Welt sind wir. Ja, gut, das war, die ja. Nummer eins der Welt sind wir. Die Nummer eins der Welt sind wir. Die Nummer eins. Die Nummer eins. Merken Sie, der Vogel springt gleich über. Sehr schön. Okay. Also das hat der Manuel Neuer in der Kabine immer angestimmt in Rio. Ich habe gedacht, er wäre der schlechteste Sänger, aber es bin eindeutig ich. Riesen Applaus mal an der Stelle für unseren Künstler. Ja, was man merkt, und das ist sicherlich ein Teil dessen, wie Sie auch Ihr Amt ausüben, Sie sind ein Mensch, der dem Humor und der Lebensfreude nicht fern ist. Aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen über Ihre Karriere, die ja wirklich sehr bewegt ist. Und deswegen haben wir Enrico Wolski mal gebeten, das für uns zusammenzutragen. Ja, ein langer Weg im Fußball. Als Journalist begonnen, Pressechef gewesen, WMOK. Und denke, einer, der auch in dem Beitrag auftaucht, der Ihre Karriere sehr wesentlich mitbegleitet hat, ist sicherlich Franz Beckenbauer. Das ist ein sehr schönes Zitat, überliefert. Viele Dinge lösen sich ganz von alleine auf, wenn man sie nicht anpackt. Das hätten Sie von Franz Beckenbauer gelernt. Ja, das war so in seiner Zeit als Teamchef, also vor der Einführung der Handys, war er in Österreich in seinem Exil da in Kitzbühel, und in Deutschland gab es die größten Schlagzeilen, und Franz war tagelang nicht erreichbar. Und dann hat man ihn Sie mal, hatten den Ärger mal. Dann hat man ihn mal bekommen und sagte, oh, war doch was, ich habe gar nichts gewusst. Und so. Also das, und dann war das Problem aber wirklich schon gelöst, das meinte ich. Aber das war ja in dem Beitrag zu sehen, wir könnten schon einiges erzählen, was wir gerade bei der Weltreise... Machen Sie mal, wir sitzen nicht hier. Also wir haben zwar eine Stunde Zeit, aber so viel auch nicht. Es waren schon tolle Szenen dabei, also auch wo der... Eine, wo wir in Rom waren und auch den Papst getroffen haben. Also es war noch Papst Benedikt, und ich als Pressemann habe gesagt, Franz, wir müssen es erreichen, dem Papst den WM-Wimpel in die Hand zu drücken. Das Bild geht doch um die ganze Welt. Der Papst mit dem Wimpel, WM 2006. Der bist deppert, kann doch dem Papst nicht einen Wimpel geben. Und dann hat er auf dem Rücken so den Wimpel eingerollt gehabt, und da kam der Papst, und da habe ich ihn so geschubst, und da wurde der Wimpel ausgebreitet, und das Bild haben wir bekommen. Und das, bei der Gelegenheit haben wir das übrigens verabredet, dass 2006 ein tolles Wetter war in Deutschland. Also, sehr gut. Einer Ihrer vermeintlich engsten Freunde im Fußball hat in dem Beitrag noch gefehlt. Oh, der wollte partout. Jetzt weiß ich, wer kommt. Ja, der wollte partout nicht in dem Film drin sein, er wollte lieber heute Abend persönlich hier sein. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie sehr herzlich unseren Überraschungsgast. Hier ist Günther Netzer. Bitte hier, aber grüß dich ruhig. Wir bringen nach vorne. Guten Abend, Herr Netzer. Herzlich willkommen, Günther Netzer. Erstmal finde ich super, weil
weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, die wurde mir kurz vor der Sendung noch zugetragen. Sie waren ja gestern auch auf diesem Musical. Sie haben Ihren Flug extra umgebucht, damit er Sie nicht sieht auf dem Flug hierher, oder? Ganz genau. Oh. Also, wenn das nicht großartig ist. Das ist ja... Nein. Das ist dann wieder die totale Untertreibung. Ich habe ihm gestern Abend noch gesagt, morgen Abend bin ich da beim Audi Star Talk in Frankfurt, sagte, oh, da haben die mich auch schon mal eingeladen. Ich bin da nie hingegangen. Was auch nicht stimmt, der war so eine ganze Sendung bei uns. Also bisher hat sehr vieles nicht gestimmt. Ich habe da hinten in der Kulisse zuhören können. Er ist viel zu gut weggekommen. Was mich schon gestört hat, da liegen Sie auch falsch, dieser grandiose Applaus, den Sie ihm gegeben haben, das war maßlos übertrieben. Und ich werde da, vielleicht können wir noch einige Geschichten erzählen, die nicht so positiv waren. Lassen Sie uns doch mal heute die Wahrheit über Wolfgang Niersbach auspacken. Gibt es irgendeine Anekdote, die Ihnen in nicht ganz so schmeichelhaftem Licht erscheint, die Sie heute uns mitgebracht haben? Oh. Massenweise, ja. Schön, also, wir haben Zeit. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählen kann. Du wurdest da gerade wieder gefeiert bei dieser Bewerbung, was er da alles gemacht hat. Ja, klar. Kann ich dir erzählen, die Geschichte? Ja, ja gut, ich erzähle dir trotzdem. Weiß, nein, nein, ich frage gar nicht. Wo wir dich zu dieser Fernreise eingeladen haben. Jetzt aber Schluss, Ruhe. Ich erzähle dir lieber selbst. Also, es war ja auch die Rede von dieser Bewerbungstour, die Sie da gemacht haben, um die Weltmeisterschaft zu kriegen. Ich war auch Mitglied dieses Aufsichtsrates, also auch so in diesem Gremium. Und dann haben Sie gesagt, Sie machen eine Bewerbung, alle Länder der Welt. Franz Beckenbauer habe ich gerade noch gesehen, der hat das als Wahnsinn bezeichnet. Das war im anderen Sinne ein Wahnsinn, jetzt gleich erzählen. So, Bewerbungstour, ich nenne sie Lustreise, was Sie gemacht haben. 31 Länder, haben wir gehört, sind die umher. Aber wie sind die umher gewesen? Die sind natürlich nicht Economy geflogen. Die sind mindestens in großen Flugzeugen, in First Class. Dann haben sich aber noch, wenn es ein bisschen schwierig wurde, haben sich Jets gemietet, ganz komfortabel Jets gemietet, damit sie auch überall ankamen. Dann, gar nicht anders, ganz Mann. Legendär waren diese Abende nach der Bewerbung in jedem Land. Nicht? Wir haben einen Schatzmeister, das ist der größte und beste, den wir je beim DFB gehabt haben, Horst R. Schmidt, der für den DFB Unglaubliches geleistet hat. Und dieser Mann ist ein typischer Schatzmeister, der passt auf die Finanzen auf. Der hat nicht gewusst, dass es 200-300 Marks Zigarren gibt. Der hat nicht gewusst, dass es Rotwein gibt, so an die Tausendergrenze und so weiter. Der musste das aber alles absegnen, was diese Herren da... Also ich rauche nicht und trinke keinen Rotwein, das sind die anderen. Ja, ja, gut, das war da vielleicht anders. Jetzt habe ich immer gehört, wo die unterwegs sind. Rio, Tokio, London, New York, selbst auf den Fidschi-Inseln waren sie. Dann habe ich als Aufsichtsrat gesagt, ich möchte auch mal mit. Verständlich doch, nicht? Absolut verständlich. Und das haben sie zur Kenntnis genommen, dass ich auch mal mit würde. Haben dich prompt eingeladen. Haben mich prompt eingeladen. Ich kürze es ein bisschen ab. Ich lebe seit 25 Jahren in Zürich in der Schweiz. Wissen Sie, wo die mich eingeladen haben? Nein, nein. Nicht mal Zürich. Sie haben mich eingeladen nach Bern, 110 Kilometer von Zürich weg. Und er war der Schlimmste von allen, hat dann noch gesagt, Sie würden sehr gerne meine Parkgebühren bezahlen. Alles hat doch alles geklappt. Ja.
Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Wolfgang Niersbach hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1973 haben Sie beim SID angefangen als junger Journalist. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch relativ schnell beruflich Berührung gehabt. Sie sind ja in Düsseldorf beheimatet. Das erste Pokalendspiel habe ich gesehen 1973, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Wo er sich selbst... Wo diesem Herrn, also der hat ja, war ja immer schon so ein Rebell am Ball, gibt sogar ein Buch, glaube ich, und wechselt sich selber ein gegen den Widerstand des Trainers. Und da rutscht ihm dieser Ball links vom Schlappen ab. Er hat in seiner ganzen Karriere kein Tor mit links geschossen. Und er war dann das Tor des Jahres. Und der Trainer Hennes Weisweiler hat nicht gejubelt. Also wenn du die Wahrheiten hier erzählst, dann erzähle ich die auch. In dem Zusammenhang, Hennes Weisweiler, eine wunderbare Zeit. Von Hennes Weisweiler stammt die legendärste aller Abseitsdefinitionen, mit Ihnen, Herr Netzer, in der Hauptrolle. Nee. Würden Sie sie vielleicht unserem teilweise noch recht jungen Publikum noch mal kurz erläutern? Willst du das machen? Nee, das kann. Also, das ist schon sehr seltsam, was der da gesagt hat. Ich war ja ein Spieler, der lange Pässe gespielt hat und so weiter. Dann hat er Abseits definiert mit den Worten, Abseits ist dann, wenn das lange Arschloch, da meint er mich mit, wieder mal zu spät abgespielt hat. So. Ja. Ergänzend dazu hat Berti Vogts gesagt, wir müssten hinten die Bälle erobern, die der Lange vorne ins Ausspielen kann. Das passt auch dazu. So, und Hennes Weisweiler, da wollte ich nochmal schnell anknüpfen. Mit dem haben Sie Skat gespielt, das habe ich irgendwo nachgelesen. Hat er sich da auch so... deftig ausgedrückt. Also absolut. Also wenn der gewann, alles wunderbar, war so ein Spruch, das löppt ja wie ein Länderspiel und schöner Abend. Aber man legte ihn irgendwie da rein beim Skat. Also das waren schon unvergessene Abende, die ich als junger Journalist so mit dem Großen, und er war einer der absolut Größten, die wir je in der Bundesliga hatten, erleben durfte. Ja. Es geht ja die mehr... Sie würden allen Ordens behaupten, Sie wären ein hervorragender Skatspieler. Jetzt, Also die Härteprobe war Marco Bode bei der Nationalmannschaft. Das war der genialste, oder ist er immer noch, der genialste Skatspieler, den ich je kennengelernt habe. Nur Ramsch. Und dann war da der Oliver Reck noch dabei und Oliver Bierhoff, der hat im Anfang schön gezahlt. Oh. Der wurde dann später ersetzt durch den Michael Ballack. Dann war dann noch ein Stück einfacher für uns. Ja, Günter Netzer, Sie haben ja jetzt sicherlich auch mitbekommen, dass Ihr langjähriger Freund eine großartige Karriere gemacht hat, mittlerweile DFB-Präsident ist. Jetzt mal vielleicht mit ein bisschen Flachs, aber auch einem Schuss Ernst. Welches Testat, welches Zeugnis würden Sie ihm ausstellen für die 2 Jahre, die er jetzt Verantwortung trägt? Nun, das kann... Das muss man ja nun ernsthaft sagen, das kann nur erstklassig ausfallen. Er ist mit großer Demut an diese Aufgabe rangegangen. Wir haben auch, kann mich erinnern, darüber gesprochen, ob ich ihm das zutraue, dass er DFB-Präsident wird. Und ich habe ihn ermuntert, eben weil ich ihn so gut kenne, weil ich seine Fähigkeiten kenne, seinen Charakter aber kenne. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Wie ich mir vorgestellt habe, und es ist auch alles so eingetroffen, wie er sein Amt ausübt. Die Fähigkeiten hatte er, den DFB kannte er aus seiner Tätigkeit als Generalsekretär. Er hat eine Akzeptanz gehabt innerhalb des DFBs und er hat sich reingearbeitet in diese Geschichte. Er versteht sehr viel vom Fußball, was nicht unbedingt notwendig ist als Präsident. Manchmal versteht er auch nichts. Ja. Aber nur, wenn es um Gladbach geht, oder? Ja. Das sind alles Dinge, die ihn auszeichnen. Und er hat sich entwickelt. Es gehört eine natürliche auch Arbeit dazu, die nicht so unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist Verbandsarbeit, das sind die Gremien zu behandeln und damit umzugehen. All dieses, dahin hat er sich erstklassig hineingearbeitet. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schön,
wenn man dann einen sportlichen Erfolg verzeichnen kann mit der Mannschaft. Weil man lebt ja nun wirklich mit. Man sitzt ja nicht über diesem ganzen Gebilde und dirigiert dieses Gebilde, ohne dass man diese sportlichen Leistungen der Mannschaft an sich vorbeiziehen lässt. Das ist, er ist nach wie vor Fußballer mit Herz und Seele, verfolgt den Fußball so. Und das ist natürlich dann das Größte, wenn man mit der Mannschaft Weltmeister werden kann. Wie würden Sie... Wie würden Sie selber sehen, wo steht der deutsche Fußball, wo steht der DFB im November 2014 unter dem Präsidenten Wolfgang Niersbach? Also zunächst bedanke ich mich mal auch flachs und unglaublich gerne, aber es ist immer auch ein ernsthafter Background dabei für diese Einschätzung. Und ich kann ja auch nur wiederholen, das ist ja nie mein Plan, mein Ziel war, jetzt DFB-Präsident zu werden. Ich bin als Pressechef 1988 nach 15 Jahren Journalismus nach Frankfurt gekommen, hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und irgendwie kam mir letztens noch mal der Gedanke, gar nicht darüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn du das gar nicht packst, gehst du dann zurück in den Journalismus? Aber es hat sich alles so entwickelt und ich glaube, dass ich den Vorteil hatte, dass es nie wie bei einer Rakete von 0 bis 100 ging, sondern Stufe für Stufe. Und dass ich mittlerweile doch eine riesengroße Erfahrung habe, weil ich 40 Jahre in diesem Metier drin bin. Aber als ich die Frage dann stellte, Präsident, also ich habe einen riesen Respekt vor diesem Amt, da habe ich in der Tat auch engste Freunde, und da zählt Günther absolut dazu, gefragt, also jetzt gebt mir mal offen und ehrlich euren Rat. So, und dann ist es alles so gekommen und dann habe ich den gleichen Freunden gesagt, wenn ihr feststellt bei mir, dass ich mich in dem Amt verändere, vom Charakter her, vom Auftreten her, dann müsst ihr mir aber richtig kräftig vors Schienbein treten. Denn ich bin ja nicht auf einmal ein anderer Mensch, ein anderer Charakter, nur weil ich dieses Amt habe, dieses zugegeben herausgehobene Amt. Ich bin ja der gleiche, ich bin der gleiche Teamplayer und ich will doch, ich entziehe doch nicht dem Zeugwart der Nationalmannschaft jetzt das Du oder der Telefonistin, nur weil ich Präsident bin. Und Fußball ist nicht nur auf dem Platz Teamarbeit, sondern eben auch in all den Bereichen, die vom DFB nun mal abgedeckt werden. Es ist ein Riesenladen mit 6,8 Millionen Mitgliedern, mit 220 hauptamtlichen Mitarbeitern, mit den Regional- und Landesverbänden, Profis und Amateure, Haupt- und Ehrenamt, Basis, Spitze. Das alles zusammenzuhalten mit täglich neuen Meldungen, über den internationalen Bereich haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist schon eine große Aufgabe, die nicht einer alleine machen kann. Sie brauchen ein starkes Team. Das haben wir in unserem Präsidium mit einem wirklich klasse Miteinander mit dem professionellen Fußball. In anderen Ländern, fragen Sie mal die Premier League in England, ob die sich für den Amateurfußball interessieren. Null Bohne. Bei uns in Deutschland ist es anders. Und diese Einheit, das ist mit das wertvollste Gut und auch dann das Miteinander, Trainer, hauptamtliches Management und so. Also ich bin unglaublich gerne Kapitän dieser Mannschaft, aber ich bin jetzt, also auch da ist kein Platz für Alleingänge. Auch da ist Fußball das Teamwork, Team Spirit, wie es in Brasilien unsere Truppe auch exzellent auf dem Platz gelebt hat. So, Günter Netzer hat gesagt, Sie machen Ihren Job sehr gut, Sie fühlen sich sehr wohl in dem Job. Und Franz Beckenbauer sagt, wer seinen Job so gut macht, der darf auch Ziele haben. Ich würde sagen, er ist für diese Position, die er jetzt hat, DFB-Präsident, ist er prädestiniert. Und ich kann nur hoffen, wenn irgendwann, vielleicht UEFA-Präsident, Platini wird einmal Nachfolger, kann ich mir jetzt vorstellen. Das sage ich jetzt einfach so mal, weil es auch vom Alter her möglich wäre. Platini wird FIFA-Präsident. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Wolfgang Niersbach UEFA-Präsident wird. Ich frage jetzt mal Günter Netzer, ob er sich das auch vorstellen kann.
Ja, natürlich kann man sich das vorstellen. Jemand, der den DFB leitet, der orientiert sich an den höchsten Anforderungen, die der Fußball nun haben muss. Deswegen wäre das für ihn natürlich möglich, dieses zu tun. Bei all den ganzen Dingen hat er immer ganz viel berücksichtigt, für sich persönlich. Es hat noch einen privaten Wolfgang Niersbach gegeben, der sagt, ja, das Amt ist sehr, sehr schön, es bringt aber alles andere mit sich. Es bringt Dinge mit sich, wo man das halbe Jahr mindestens unterwegs ist, bei höheren Ämtern vielleicht noch viel mehr. All das muss man überprüfen, ob das in seine Lebensplanung hineinpasst. Man darf nicht einfach sagen, oh, das klingt ja wunderbar, das kann ich auch machen. So fahrlässig geht er mit der Sache nicht um. Er wird das drei- und vierfach überprüfen, von der Qualifikation her, keine Frage. Und ist bei Ihnen Interesse da? Ich denke nein. Also man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich werde jetzt auch 64 nächste Woche. Natürlich sieht man es dir an. Sagt Günter Netzer, dem wir herzlich noch nachträglich zum 70. gratulieren. Nein, also das ehrt mich, dass mein Name überhaupt in Zusammenhang mit einer so herausgehobenen internationalen Position, dass der Name da fällt. Und ich glaube, dass ich auch behaupten kann, sehr gute Kontakte im internationalen Bereich zu haben. Aber mein Ding, ja, man kann auch sagen, meine Leidenschaft ist der deutsche Fußball. Und ich möchte gerne mein Netzwerk einbringen im Sinne des deutschen Fußballs. Unser großes Ziel beim DFB, das ist auch mein großes persönliches Ziel, ist es, die Europameisterschaft 2024 nach Deutschland zu holen. 18 Jahre nach dem Sommermärchen von 2006 ist das ein reizvolles Ziel. 2024 klingt jetzt sehr weit weg. Die Entscheidung fällt aber schon 2017 oder 2018. Wir haben das hinterlegt. Vor diesem Hintergrund haben wir auch unsere Bewerbung für die Finalserie der Europameisterschaft 2020 zurückgezogen. Wir haben ja in München als Spielort, aber mit drei Vorrundenspielen und einem Viertelfinale. Wir haben da bewusst Wembley, den Engländern, den Vortritt gelassen. Und wenn es mir gelingt, auch mit meinem persönlichen Einsatz, nie alleine, aber auch mit meinen persönlichen Verbindungen, dieses Turnier mit 51 Spielen, dann Endrundenspielen nach Deutschland zu holen, also das ist, bekenne ich mich zu, das ist mein großes Ding. Wir haben das Champions-League-Finale nächstes Jahr in Berlin, da war ich auch nicht ganz unbeteiligt, das so zu steuern. Also unter dem Strich, meine große Sache ist der deutsche Fußball. Reinhard Raubal hat heute in einem Kicker-Interview gesagt, ich glaube am Freitag gibt es eine Präsidiumssitzung, er hat gesagt, die Liga wird einheitlich dafür stimmen und sie versuchen zu überzeugen, dass sie die Nachfolge von Theo Zwanziger antreten im FIFA-Exekutivkomitee. Sind Sie dazu bereit und werden Sie dieses tun? Wahrscheinlich ja, sofern unser Präsidium am Freitag, wir haben die Sitzung in Weimar, dies so bestätigt. Ich sage ganz ehrlich, ich reiß mich nicht darum, weil es weitere 30 Tage sind, mindestens, die man im Jahr unterwegs ist, dann als Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees. Aber es ist natürlich immens wichtig bei aller Kritik, die aktuell über die FIFA verbreitet wird, dass man in diesem wichtigsten Gremium des Weltfußballs als deutscher Fußball vertreten ist. Und wenn die Kollegen aus dem Präsidium, Profis wie Amateurvertreter, das möchten, denke ich, dass ich da auch zustimmen werde. Herr Niersbach, wir wollen gleich über das reden, was Sie gerade schon kurz angedeutet haben, nämlich im Moment machen sich schon viele Leute Gedanken darüber, warum geht es eigentlich gefühlt bei der FIFA im Moment drunter und drüber. Vorher aber hat Mario Götze noch einen Tipp für unsere Zuschauer. Das Audi Star Talk Gewinnspiel. Liebe Fußballfans, gleich habt ihr die Chance, ein Audi A3 Cabriolet zu gewinnen. Nämlich meins. Kein Witz. Dieser Audi ist wirklich meiner, aber am Ende der Saison könnte er deiner sein. Deswegen weiterhin gut aufpassen im Audi Star Talk. Gleich geht's weiter. Also, dranbleiben und genau zuhören.
Jetzt mitmachen auf sky.de/audi-startalk. Viel Glück, euer Mario. Ja, zurück beim Audi Star Talk mit Wolfgang Niersbach, dem DFB-Präsidenten, und Günter Netzer. Ich will jetzt da nicht abendfüllend drauf rumreiten, weil es wird viel darüber geschrieben und auch viel darüber gesprochen. Trotzdem, wenn ich Sie hier habe, Herr Niersbach, muss ich Sie schon fragen, diese Entwicklung im Moment bei der FIFA. Es gab diesen sogenannten Korruptionsbericht, der Sonderermittler Garcia hat untersucht. Dieser Bericht ist vorgestellt worden, wohl verkürzt, wie Garcia sagt. Er ist jedenfalls nicht glücklich damit. Es geht um mögliche Bestechung bei der WM-Vergabe der WMs 2018 Russland und 2022 Katar. Insgesamt, ich glaube, das darf man zusammenfassend sagen, haben wir alle das Gefühl, dass die FIFA im Moment kein besonders gutes Bild abgibt. Und wenn ich richtig gelesen habe, haben Sie persönlich ja mit dem sehr umstrittenen Präsidenten Herrn Blatter auch schon telefoniert und haben ihm wohl auch persönlich schon gesagt, dass Sie seinen Rücktritt bzw. sein Nicht-mehr-Antreten im nächsten Jahr sich wünschen würden. Was hat er dazu gesagt? Also ich möchte dafür plädieren, nicht alle Probleme der FIFA an der Person des Präsidenten festzumachen. Denn gerade die Entwicklung dieser Ethikkommission, schon in der Anmoderation wurde ja jetzt deutlich, wie schwierig es ist, da den Überblick zu halten. Da hat man bewusst ein unabhängiges Gremium installiert mit einem Staatsanwalt, Garcia, USA, einem Richter, Eckert, München, die arbeiten 2 Jahre, veröffentlichen einen Bericht und am gleichen Tag kriegen die sich öffentlich, auf Deutsch gesagt, in die Haare, sodass überhaupt keiner mehr den Überblick hat. Da hat die FIFA, da hat der Präsident zunächst mal gar nichts mit zu tun. Denn das ist ja gerade der Sinn gewesen, dass die unabhängig arbeiten. Aber im Endeffekt hat man jetzt seit dieser WM-Vergabe für Katar, und das ist im Dezember 2010 geschehen, diese Unruhe, man hat ein Gemisch von Vermutungen, Verdachtsmomenten, Beschuldigungen, Spekulationen und keiner blickt mehr richtig durch. Man hatte gehofft, durch den Bericht der Ethikkommission für Klarheit zu sorgen. Stattdessen ist neue Unsicherheit entstanden. Und das Schlimmste für mich momentan ist, dass man gar nicht so richtig erkennt, wie es beendet werden kann. Dass endlich mal klipp und klar gesagt wird, hier, das ist die Entscheidung, und die Entscheidung pro Katar, besonders 2022, die war sauber oder sie war nicht sauber. Aber momentan steht diese Entscheidung, sie ist auf demokratischem Wege zustande gekommen. Mit 14-8 war das Stimmenverhältnis, sodass die Katari aus ihrer Sicht sagen können, also was wollt ihr eigentlich? Wir haben uns beworben und haben den Zuschlag bekommen. Es ist eine Situation, die uns alle sehr belastet, auch nervt, gebe ich ganz offen zu. Verstehe ich. Trotzdem noch mal meine Frage. Haben Sie Sepp Blatter in einem persönlichen Gespräch empfohlen, nicht mehr anzutreten? Ich habe ihm gesagt, eigentlich das wiederholt, was auch schon mal Thema beim letzten FIFA-Kongress in Sao Paulo war, dass es auch doch in seinem persönlichen Interesse besser wäre, wenn er nach dieser langen Zeit, und er hat auch sehr viel Gutes für die FIFA getan, wenn er nach dieser langen Zeit sagt, also ich trete nicht mehr an, so hatte er es auch klar angekündigt. Ich werde Ehrenpräsident und eine Stiftung wird nach ihm vielleicht benannt und er überlässt das Feld einem anderen, idealerweise aus meiner Sicht seinem Ziehsohn Michel Platini. Aber er hat gesagt, hat mir gesagt, dass er von vielen anderen Landesverbänden aus anderen Kontinenten doch gebeten wurde, weiterzumachen und das ist für ihn das Motiv ist, dann im Mai des nächsten Jahres noch einmal anzutreten. Herr Netzer, muss Europa einen Gegenkandidaten zu Sepp Blatter aufstellen in der Situation? Ich würde es Europa nicht empfehlen. Ich glaube, dass es wenig Chancen hat. Weil Sepp Blatter letztlich so viel Rückhalt in anderen Verbänden hat. Wie sehen Sie die Situation? Sehen Sie das im Moment, was da passiert? Nicht auch für eine, oder halten Sie das nicht auch für eine große Zerreißprobe, unter der die große Familie des Fußballs letztlich ja jetzt im Moment auch gestellt ist? Man hat sich so ein bisschen das Gefühl, das spitzt sich zu einer sehr, sehr schwierigen Sache zu, die dem Fußball sehr schaden kann. Also ich muss erstmal besonders loben Wolfgang Niersbach, dass er sich hier an dieser Stelle zu Sepp Blatter in gewisser Maße bekennt. Ich hätte dieselben Antworten gegeben.
Ich bin fast seit 40 Jahren mit Sepp Blatter irgendwie befreundet. Es ist so, dass er für alles verantwortlich gemacht wird, wo FIFA dran steht. Der Sepp Blatter ist ein wichtiger Mann der FIFA, ein mächtiger Mann auch der FIFA. Aber er ist nicht für alles verantwortlich, was die FIFA macht. Wolfgang hat es auch gesagt, sehr viel Gutes passiert auch bei der FIFA. Der Sepp Blatter hat auch viel Mist gemacht, das kann man wohl sagen. Das weiß er auch selbst, dass er das getan hat. Aber er ist nicht für alles verantwortlich. Das sind bei mir keine geschäftlichen Hintergründe. Ich kann das an einem Beispiel nennen. Wir haben 2002 und 2006 haben wir die Weltrechte gehabt für die Vermarktung der FIFA. Die sind uns zugefallen. Die ISL-Pleite damals und die Kirchpleite haben uns diese Rechte beschert. Und wir haben großartige Arbeit geleistet. Wir haben wirklich dazu beigetragen, dass die FIFA keine finanziellen Probleme mehr hat. Die waren in einer sehr, sehr bedenklichen finanziellen Situation. Und wir haben dies bravourös über diese Periode 2002 und 2006 geregelt. 2006 gab es eine neue Ausschreibung für die WM 2010 und wir haben sie nicht gekriegt. Also wir haben sie nicht gekriegt, das muss man sich mal vorstellen. Obwohl solche Arbeit geleistet wurde, obwohl wir enge Kontakte hatten, wir haben sie nicht gekriegt. Das war ein großer Schlag für uns, aber das zeigt auch, dass das alles nicht nur Mauscheleien sind, die bei der FIFA passieren. Sie haben wirklich viele, viele Dinge falsch gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Und sie sind angreifbar. Sepp Blatter ist auch angreifbar, aber er ist nicht für alles verantwortlich. Und dann kommen wir halt zu diesem Image, wie es momentan erscheint. Und das Image fällt automatisch auf die handelnden Personen. Und dann, das ist eine Situation, deshalb habe ich gesagt, es ist für ihn selber, für sein eigenes persönliches Empfinden, besser, wenn er den Weg frei macht, statt sich noch einmal der Wahl zu stellen und damit auch dieser fortgesetzten öffentlichen Diskussion. Ich meine, seit dieser Vergabe im Dezember 2010 sind aus dem Exekutivkomitee 8 Mitglieder ausgeschieden, also inklusive des Ehrenpräsidenten Joao Avalanche, dem die Ehrenpräsidentschaft aberkannt wurde. Und diese Dinge fallen natürlich auf die FIFA und die dort handelnden Personen. Zwei letzte Fragen noch dazu. Erstens, der sehr besondere Reinhard Raubal hat den Vorschlag gemacht, in letzter Konsequenz müsse sich die UEFA eben dann von der FIFA abspalten, wenn es so weiterginge. Was halten Sie davon? Also, unterstützen Sie das? Das hat Reinhard Raubal ganz bewusst so provokant formuliert, um einfach deutlich zu machen, wie verärgert wir sind über diese ganze Situation. Unter dem Strich kann es aus unserer Sicht kein ernsthaftes Szenario sein, denn da würde man ja die ganze Ordnung im Weltfußball durcheinander bringen. Und was ich aber, wo auch ich für kämpfe, nicht um eine deutsche Position gegenüber der FIFA, sondern um eine europäische. Denn man muss sich immer daran erinnern, es wird so leicht gesagt, der große, mächtige DFB, der muss nach Zürich reisen und da mal auf den Tisch schlagen. Ja, wir haben genauso eine Stimme, wie Andorra eine Stimme hat oder jetzt Gibraltar oder Liechtenstein. Das ist das UNO-Prinzip, 209 Nationalverbände und jeder Nationalverband hat eine Stimme. Also wenn man überhaupt etwas verändern will, dann müssen wir zumindest eine Einheit unter den 54 europäischen Landesverbänden haben. Das ist schwer genug schon. Wäre der Holländer van Praag, das wäre meine letzte Frage dazu, ein Kandidat, der gegen Blatter antreten könnte und sollte aus Sicht der Europäer? Ich kenne Michael van Praag sehr gut, früherer Präsident von Ajax Amsterdam. Sein Vater war übrigens auch schon Präsident, Jaap van Praag, zu eurer Zeit, Günther. Der ist ein hochfähiger Mann, aber ob er persönlich bereit ist, diesen Schritt zu machen, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es ganz einfach nicht. Ja, ich muss ja auch die Kürze der Zeit bedenken, um Himmels Willen. Im Mai nächsten Jahr sind diese Wahlen für dieses wichtige Amt. Da kann ich irgendwo in der Weltgeschichte auftauchen und ich bin jetzt der Kandidat für euch. Wählt mich mal innerhalb von 3 oder 4 Monaten. Das ist ja völlig absurd, sowas zu glauben, dass das funktionieren könnte. Also sehen Sie eigentlich gar keinen Kandidaten in Europa, der im Moment das hinkriegen könnte? Nein, Sepp Blatter wird dieses wieder machen, er wird kandidieren und er hat einen Gegenkandidaten, Jérôme Champagne, den kennt er aus dem FIFA-Leben, der war sein Angestellter.
Und der wird keine Chance haben, der kann Gott weiß was erzählen, was er demnächst mal machen wird. Aber das ist völlig absurd zu glauben, dass der gegen den Sepp Blatter gewinnen kann. Also rein formal gibt es eine Frist, 24. Januar 2015, wo die Kandidaten gemeldet werden müssen. Also auch die Kandidaten, nicht nur für das Amt des Präsidenten, sondern auch für das Exekutivkomitee. Und das gehört auch zur Konstruktion, dass die europäischen Mitglieder der FIFA, die werden auf europäischer Ebene gewählt. Da ist bei uns der UEFA-Kongress im März in Wien. Und im Ende Mai folgt dann der FIFA-Kongress. Wollen wir das FIFA-Thema an der Stelle mal abschließen? Ich habe noch ein weiteres Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, welches sportliche Ereignis oder welches Ereignis abseits der Weltmeisterschaft steht besonders, jetzt sagen wir mal, für das Fußballjahr 2014. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es eigentlich die Sache mit Uli Hoeneß, weil Uli Hoeneß ist ja doch eine der herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs und er ist ja in diesem Jahr verurteilt worden, er sitzt im Moment auch im Gefängnis. Sie haben sich ja schon mal dazu auch öffentlich bekannt, dass Sie ihn besucht haben. Jetzt steht wohl an, dass Uli Hoeneß demnächst in die Jugendarbeit des Vereins eintritt. Ich weiß nicht, ob Sie bereit dazu sind, uns vielleicht mal einen kurzen Einblick zu geben, wie das war, als Sie mit ihm besucht haben, mit ihm gesprochen haben. Sie haben mal gesagt, Sie waren begeistert oder berührt von der Haltung, die Sie vorgefunden haben. Ja, das kann sich ja keiner so recht vorstellen, der nicht das Gefängnis von innen gesehen hat oder mal einen Tag verbracht hat. Da gehört ganz viel Akzeptanz dazu, das richtig anzugehen, mit einem Schlag sein Leben total verändert zu sehen, nicht mehr Dinge machen können, die man mit einer großen Selbstverständlichkeit ewige Zeiten gemacht hat. Und dann zu akzeptieren, dass alles ganz anders wird, von einem Tag auf den anderen. Das ist ihm großartig gelungen. Er hat dieses angenommen und die Menschen im Gefängnis haben einen Uli Hoeneß kennengelernt, mit dem sie nicht gerechnet haben. Die haben gedacht, das ist der große Hoeneß, der hier einzieht und vielleicht benimmt er sich arrogant oder was weiß ich, was sie sich vorgestellt haben. Das ist alles nicht passiert. Er hat dieses angenommen, was dann notwendig war und hat sich dementsprechend hervorragend verhalten. Trotzdem ist es ein ganz, ganz hartes Leben natürlich. Aber er sagt, vielleicht hat es ihm einige zusätzliche Jährchen beschert, weil er ist auf Diät und er ist in einer Verfassung, wie ich ihn nie erlebt habe. Ich meine, wir haben ihn gesehen, Ottmar Hitzfeld und ich, wir haben ihn besucht und haben wir unabhängig voneinander gesagt, was ist denn? Planst du eine Rückkehr auf den Fußballplatz und so weiter? So fit ist er fast. Also er hat über 20 Kilo abgenommen und sieht rank und schlank aus. Welche Gedanken bewegen Sie, wenn Sie jetzt an Uli Hoeneß denken, was Sie sicherlich auch gelegentlich tun werden, als jemand, den Sie ja auch lange begleitet haben, auch jetzt mit dem Blick auf sein Comeback? Also ähnlich, ich habe ihn nicht besucht, sondern habe ihm aber nach der Weltmeisterschaft einen Brief geschrieben, so sinngemäß mit dem Inhalt, dass auch er einen Anteil daran hat, an unserem Erfolg, weil dieses Bayern-Gewinner-Gen, das hat man ja besonders im Endspiel bei Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, den anderen gesehen. Also ich habe auch immer einen sehr guten Kontakt gehabt und als ich ihn zuletzt gesehen habe, ich glaube, das war bei der Meisterfeier, da war das einfach ein Stück surreal. Jetzt, ich habe ihn dann noch gefragt, kommst du eigentlich zum Pokalendspiel nach Berlin? Da hat er mir damals gesagt, nein, ich will das jetzt so schnell wie möglich hinter mich bringen und ja, ich denke, der Tag kommt, dass sich sprichwörtlich die Türen wieder öffnen, also auch in die Bereiche des Fußballs und des FC Bayern hinein. Und ich zähle mich auch zu denjenigen, die sich sehr freuen, wenn wir ihm wieder zu begegnen. Das heißt also, die Familie des Fußballs wird Uli Hoeneß wieder mit offenen Armen empfangen, darf ich so deuten. Und wir machen bei Facebook immer eine Geschichte, wo wir die Leute uns einfach bitten, uns Fragen zu stellen für die Sendung. Und wer es sozusagen mit seiner Frage in die Sendung schafft, der bekommt eben von uns was Besonderes. So zum Beispiel jetzt die Dame, die heutige Facebook-Frage stellt, wird in der nächsten Sendung mit Philipp Lahm zu Gast sein dürfen, mit Begleitung, die Sandra nämlich. Und die Frage, die sie stellt, ist, Herr Niersbach, wer sollte Ihrer Meinung nach Weltfußballer werden und warum? Also ganz eindeutig Manuel Neuer. Also ohne jeden Zweifel.
Herr Nützer? Wen sehen Sie? Ja, ich kann mich nur der großen Fachkenntnis unseres Präsidenten anschließen. Er hat wieder mal bewiesen, dass er den Fußball versteht. Und es ist ich könnte das ja fachlich begründen sogar. Ja. Nein, tu es nicht, um Gottes Willen nicht. Da kommt er nur schlecht weg. So. Dann darf ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Wir freuen uns in der nächsten Sendung am 8. Dezember auf Philipp Lahm, den Kapitän des Weltmeisters. Ach so, in dem Zusammenhang doch noch eine Frage. Lothar Matthäus hat mal aufgegriffen und hat gesagt, eigentlich, lieber Philipp, hättest du es jetzt verdient, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft zu werden. Würden Sie das als Präsident mit Perspektive unterstützen? Ja, aber diese Auszeichnung ist bei allen vorherigen erst verliehen worden, weit nach Schluss der Karriere. Also aktuell. Sie denken ja auch schon bis 2024. Aktuell stellt sich die Frage nicht. Also, wenn ich jetzt sage, ja, dann. Natürlich, der Philipp war ein klasse Kapitän. Das wissen wir alle. Das habe ich ihm selber gesagt. Und ich hätte mir ihm auch gewünscht, dass er zumindest noch 2 Jahre weitermacht. Aber wir akzeptieren und respektieren da seine Entscheidung und so eine Frage. Ja, ich habe gesagt, er steht schon in einer Reihe mit Fritz Walter, mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. Die drei waren ihren Spielführer, ne? Oder sind es? Ja, ja. Also, das weißt du nicht. Plus Uwe Seeler, der hat es halt auch verdient. Also warten wir da mal ab. Also aktuell stellt sich das nicht, weil ich davon ausgehe, dass Philipp noch ein paar Jahre beim FC Bayern spielt. Und Sie, Herr Netzer, haben Sie eine Meinung? Ehrenspielführer Philipp Lahm? Ja, also ich bin nicht so gut in diesen Dingen, aber das ist einleuchtend, dass es noch zu frisch ist. Er ist ja noch, rennt ja Gott sei Dank noch umher und deswegen finde ich es auch. Er kann warten. Er kann warten, aber vielleicht kommt er eines Tages dran. Wir sagen nochmal herzlichen Dank. Jetzt geht's weiter mit der Sky Sport Dokumentation Insider. Und dort, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es um das 19. Team der Liga, und zwar um die Schiedsrichter. Knut Kircher haben wir hautnah mit seinem Team beobachtet, wie sie es so sicher noch nirgends gesehen haben. Mein besonderer Dank geht an Günter Netzer und an Wolfgang Niersbach. Und ich darf Ihnen beiden, weil es jetzt doch langsam die Zeit dafür ist, auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch wünschen, denn die Vorweihnachtszeit beginnt bald. Vielen Dank auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Günter Netzer, Wolfgang Niersbach.